Hallo zusammen, heute möchte ich gerne einen Zuschauerwunsch erfüllen. Und zwar geht es um einen einfachen Mehrfarbdruck mit nur einem Extruder. Wenn euch das Video gefällt, lasst mir einen Daumen oben und über ein Abo von euch würde ich mich natürlich riesig freuen. Also legen wir los! Generell erlauben all diese drei Hilfsmittel einen Vollfarbdruck im FDM-Bereich. Wir möchten aber ohne die Palette, ohne die Prusa MMU2S und ohne einen Dual-Extruder mehrfarbig drucken. Das geht super einfach. Wir benötigen nur mehrfarbiges Filament und den Prusa-Slicer, um bereits tolle Ergebnisse zu erzielen. Zugegeben, die Komplexität ist etwas niedriger, dennoch sparen wir uns mehrere hundert Euro und wir können echte Eyecatcher herstellen. Zunächst einmal laden wir uns das 3D-Modell der MMS Titanic. Dieses Schiff ist quasi prädestiniert für unseren Mehrfarbdruck. Wir richten das 3D-Modell einmal auf der Buildplate entsprechend aus und wechseln dann mit dem Prusa Slicer in den Layer-Modus. Hier dauert es ein paar Sekunden, bis er uns die neue Ansicht präsentiert. Und jetzt haben wir die super komfortable Möglichkeit, auf der rechten Seite über den Schieberegler die einzelnen Layerstufen durchzugehen. Und wenn wir der Meinung sind, dass wir ab einer bestimmten Höhe einen Farbwechsel einfügen möchten, dann wählen wir uns diese Höhe aus und klicken einfach auf das kleine Plus-Symbol rechts neben dem Schieberegler. Dadurch fügen wir eine Druckpause ein. Der Prusa Slicer unterbricht automatisch den Druckvorgang. Der Druckkopf wird auf eine bequeme Halteposition gefahren und wir können jetzt ganz entspannt unser Wunschfilament und unsere Wunschfarbe einlegen. Ohne dass wir wie die Katze vor der Maus warten müssen, passiert dies hier vollautomatisch. Hier nehmen wir jetzt die nächste Stufe. Bevor die Aufbauten an Bord des Schiffs ersichtlich werden und fügen die zweite Druckpause hinzu. Und wir machen jetzt so weiter, bis wir den gesamten Aufbau des Schiffs mit unseren mehrfarbigen Ebenen versehen haben. Jetzt slicen wir das Objekt und im Ergebnis bekommen wir eine detaillierte Übersicht, wann welche Druckpausenunterbrechung für den Farbwechsel vorgesehen ist und können uns da auch entsprechend drauf einrichten. Wir müssen nicht neben dem Drucker stehen und warten, er bleibt ja auf der Halteposition und wartet auf uns. Eine super Geschichte und ich finde, von den Ergebnissen her kann man eine ganze Menge rausholen. Was übrigens auch prädestiniert für einen Mehrfarbdruck ist, sind Schilder. Hier haben wir einmal ein lustiges Toilettenschild importiert. Die gleiche Herangehensweise. Hier sind es in der Regel nur zwei Farben, mit denen wir arbeiten. Also eine Druckpause, die wir hinzufügen. Und im Ergebnis auch wieder ein richtig tolles Bild, was wir mit dem Prusa Slicer darstellen können. Cool, oder? Der Slicer wartet übrigens auch über Nacht, bis ihr am nächsten Tag wiederkommt, um das neue Filament einzulegen. Ist also gar kein Problem. Zu guter Letzt, und das muss bei mir natürlich sein, wollen wir natürlich das Logo aller Logos einmal mit einem Zweifarbdruck versehen. Ganz klar, das Star Wars Logo. Und das ist einfach auch prädestiniert für diese Herangehensweise. Und im Ergebnis sieht das auch, wie ich finde, richtig stark aus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir einen Daumen oben. Ich freue mich, dass ihr so lange zugeschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und happy printing. Bis dahin.